das ist es doch alles wert, wenn man damit jemandem das Leben rettet. Willkommen zum Mund auf, der Talk übers Leben und Überleben. Ich bin Ivy, euer Chatbot von der DKMS. Heute bei uns zu Gast Tim und Jan von Gewitter im Kopf. Hey, hey Ivy. Wow, Gewitter im Kopf. Habt ihr das geübt? Ja, extra für dich. Ja. Ihr seid alte Hasen im Showbiz. Ihr lernt heute Nadja kennen. Wisst ihr schon was über sie? Noch nicht. Sind sehr gespannt, sie kennenzulernen. Nadja ist Ärztin, kommt ursprünglich aus Zypern. Sie hat in Köln studiert und hat direkt nach der Uni Karriere bei der DKMS gemacht. Sie sagt immer, ich arbeite für die schöne Seite der Medizin. Ist das nicht wunderbar? Das heißt, sie ist Schönheitschirurgin. Du hast die besten Sprüche, Jan. Inzwischen ist sie Abteilungsleiterin und kann euch mit ihrer super Art bestimmt die letzten Zweifel nehmen und euch auch über mögliche Risiken aufklären. Da bin ich sehr gespannt. Ich auch. Jungs, meet Nadja Astreou. Hallo. Hallo. Ich mach mal so, wir sind ja Corona-konform. Oder sogar so. Hallo. Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Ja, schön, euch kennenzulernen. Dankeschön. Ich finde es super, dass ihr euch für das Thema engagiert. Dankeschön. Vor allem jetzt heute sind wir ja da, um Danke. Über die Stammzellspende zu sprechen. Also ich will mich ja auch anmelden und auch Spender werden. Was hat dich bisher davon abgehalten? Eigentlich nichts, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, also ich wollte mich halt nochmal... Der verschläft eure Öffnungszeiten am Telefon. Das kann so sein. Nein, ich wollte mich erst einmal genauer darüber informieren. Und er weiß nicht, wie man DKMS schreibt, weil er die Hälfte der Buchstaben nicht auf der Tastatur findet. Das stimmt nicht. Doch. Nein, das stimmt nicht. ich weiß nicht, ich wollte mich einfach nochmal genauer darüber informieren. Ich habe mich schon sehr oft mit dem Thema auseinandergesetzt, auch dadurch, dass ich damals halt im Rettungsdienst gearbeitet habe, schon alleine. Ein Pflaster! Und hätte jetzt auf jeden Fall, habe den Entschluss gefasst, mich jetzt auf jeden Fall registrieren zu lassen. Ich war tatsächlich auch schon auf der Website und habe die ganzen Fragen beantwortet. Sehr schön. Also nicht alle, aber fast alle. Gut ausgedacht. Nein, wirklich, jetzt ohne Spaß. Ich habe sie sogar noch offen. Ich glaube es dir. Soll ich dir zeigen? Ja, wie du möchtest. Nein, okay. Kannst du kurz erklären, wie genau dieses ganze Prozedere eigentlich abläuft? Okay. Ja, dann fange ich ganz von vorne an. Es geht natürlich mit der Registrierung los. Man muss sich natürlich im Vorfeld informieren. Darf ich mich überhaupt registrieren? Was wären so Beispiele an Diagnosen, die da zum Ausschluss führen könnten? Also außer Epilepsie jetzt zum Beispiel? Ja, also bösartige Erkrankungen wären ein klarer Ausschlusskriterium. Ja. Ein klares Ausschlusskriterium. Dann hätten wir Autoimmunerkrankungen, schwere Autoimmunerkrankungen unter Umständen, rheumatologische Erkrankungen. Also psychische Diagnosen dann wären kein grundsätzlicher Ausschlussgrund. Also zum Beispiel wurde mir, ich habe ja auch da telefonisch mich dann gemeldet, um mal nachzufragen, das Tourette-Syndrom hätte beispielsweise ja kein Ausschlusskriterium dargestellt. Mhm. Und dann halt mit der Epilepsie, was ich mir aber irgendwie halt vor allem wegen der Medikamente schon hätte denken können. Mhm. Und vermutlich auch Infektionen auch, ne? Infektionen, inwieweit meinst du Infektionen? Also wenn eine Person in dem Moment beispielsweise irgendeine Infektion hat oder eine chronische Infektion. Genau, es hängt da ein bisschen davon ab, welche Infektion, ob das akut oder chronisch ist. Ebola. Wie du gesagt hast, natürlich blutübertragbare Erkrankungen, HIV zum Beispiel, sind Ausschlusskriterien. Aber du hast ja auch was ganz Wichtiges genannt, ja die psychischen Diagnosen. Und das ist tatsächlich auch ein Ausschlussgrund unter Umständen. Und man muss auch eben aus Spenderschutzgründen auch stabil genug sein, ja. Um eben nicht durch das ganze Prozedere und eben auch durch die Informationen, die man im Nachhinein auch eventuell von den PatientInnen bekommt, nicht, sage ich mal, aus der Bahn geworfen wird. Ne? Und dann registriere ich mich, dann kommen die Fragen. Ob man dazu bereit ist zu spenden quasi, ob irgendwelche Krankheiten vorliegen. Und dann habe ich meine Registrierung abgeschlossen und dann kriege ich dieses Paket, was jeder so aus dem Fernsehen wahrscheinlich kennt, mit dem Stäbchen. Genau. Und das stecke ich mir dann einmal in den Mund. Genau, das muss man dann an der Wangenschleimhaut, das wird auch ganz genau erklärt auf der Packung, wie man das macht, ganz unkompliziert. Und das Interessante ist auch, dass es einfach auch keine Blutentnahme mehr notwendig ist. Wo wir gerade bei Spenden sind, wieder mal. Ivy, bist du überhaupt registriert? Jetzt hast du mich erwischt. Durch mich fließen nur Einsen und Nullen. Aber ich würde es sofort tun, Tim. Ob man Einsen und Nullen auch spenden kann? Ja, weiß es nicht.
vielleicht in Zukunft mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Die erste Stufe wäre die Typisierung über diese Wattestäbchen, die würdet ihr dann zurückschicken. Und dann wärt ihr erstmal eine Datenbank. Wichtig wäre natürlich zwischendurch, wenn irgendwas Gesundheitliches aufkommt, dass ihr das meldet. Es kann sein, dass man irgendwas Akutes hat, irgendwas Neues. Ich bin radioaktiv verstrahlt worden. Was tue ich jetzt? Genau, wenn das passieren sollte, dann sollte man auf jeden Fall das medizinische Team auch informieren. Dann wirst du zur Karteileiche. Ja, kann man so sagen. Also es ist komplett anonym quasi. Das ist ja, Pseudonymisierung nennt man das, weil also man kann das nicht mit dem, also man sieht nicht den klaren Namen, aber man hat eine Nummer, womit die DKMS zum Beispiel identifizieren kann, welcher Spender das ist. Aber was mich mal interessieren würde. Ivy, wie weit verbreitet ist auf der Welt der Name Nadja? Nadja ist ein populärer Frauenname, von Ost bis West, von Süd bis Nord. Ivy weiß alles, glaube ich. Ivy, wie häufig wird denn weltweit so die Diagnose Blutkrebs gestellt? Könnt ihr euch vorstellen, dass weltweit durchschnittlich alle 27 Sekunden ein Mensch an Blutkrebs erkrankt? Krass. Krass, 27 Sekunden. Oft. Nee, kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Das ist jetzt, heißt, allein in der Zeit, wo wir jetzt hier sitzen und uns unterhalten, gibt es auf der Welt ganz, ganz viele Leute, die gerade neu diagnostiziert wurden damit. Genau. Weil, was mich einfach grob interessieren würde, wie entsteht Blutkrebs eigentlich? Also ich glaube, da brauchen wir eine weitere Sendung für. Ne? Das ist schon wahrscheinlich nicht so einfach zu erklären. Ist Blutkrebs eigentlich das gleiche wie Leukämie? Also Leukämie ist eine Art von Blutkrebs. Ach so. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Blutkrebs. Und es gibt auch eigentlich auch andere Diagnosen, die eine Indikation oder ein Grund für eine Transplantation sind, die ja, die auch oft angefragt werden können. Ja, weil ich hatte tatsächlich immer gedacht, dass Leukämie so der Fachbegriff für Blutkrebs ist. Habe ich auch gedacht. Ja, also Blutkrebs ist so eine große Familie von verschiedenen Erkrankungen, die also blutbildenden Erkrankungen. Ja. Das stimmt. Das ist. Kannst du sagen, wie lange bist du jetzt schon dabei bei DKMS? 2,5 Jahre. Kannst du sagen, wie viele Leuten du schon geholfen hast oder wie vielen du begegnet bist? So in den 2,5 Jahren könnte ich das jetzt nicht runterrechnen, aber ich zum Beispiel die DKMS, die gibt es ja seit 30 Jahren, also seit 1991. Und es ist auch erstaunlich, dass bis dato konnte man auch über 90.000 Spenden tatsächlich krass, ermöglichen viel. Weltweit. Um nochmal zu diesem, also nee, sorry, hast du was gesagt? Nein. Oh, habe ich Hallos. Ich habe was gesagt. Ah, was oh, ist Ivy. Denn Ivy? Jeden Tag erreichen durchschnittlich 20 DKMS-Spenden BlutkrebspatientInnen auf der ganzen Welt. Und Tim, eine davon könnte deine sein. Werde ich auch. Schön. Ja, ich müsste sogar Ivy korrigieren. Das sind mittlerweile über 21 oh. täglich. Ich wurde noch nicht aktualisiert. Tick dich, Ivy. Na gut. Es war Zunge raus. Die hat die Zunge rausgestreckt. Wir waren nicht zu nett zu ihr. Was mich noch interessieren würde, wir waren ja noch über diesen ganzen Ablauf gequatscht. Mhm. Wenn ich jetzt jemanden gefunden habe oder die DKMS jemanden gefunden hat, dem meine Spende, wo das halt passen würde, wie läuft es dann ab für mich? Also ja, er fragt, ob er am Ende einen Lolli kriegt. Da war ich noch nicht. Das dauert wahrscheinlich noch. Ein Lolli vielleicht nicht, aber so eine schöne Tasse vielleicht. Nein. Wie das laufen würde. Ja. Erstmal würde es abgeklärt werden. Kannst du als Aschenbecher nehmen. Über welche Entnahmeart du spenden solltest bzw. könntest. Dass die Entscheidung liegt tatsächlich in den Händen der Ärzte, die für die Transplantation zuständig sind. Aber es gibt verschiedene Arten zu spenden. Genau. Okay, welche gibt es? Also 80% der Spenden sind mittlerweile über diese periphere Art, periphere Stammzellspende. Das ist tatsächlich, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie eine Blutwäsche. Man bekommt dann zwei Zugänge an jeweils einen Arm. Oder je nachdem, auch es gibt auch andere Möglichkeiten. Und dann fließt das Blut eben von einer Seite raus. Das fließt durch die Apheresemaschine nennt man das. Es ist ein bisschen wie so ein Gerät, was für die Blutwäsche genutzt wird. Und da werden eben die Stammzellen rausfiltriert und dann wird das Blut zurück auf der anderen Seite zurückgegeben zu dem Spender. Das heißt, es ist nicht wie eine Blutspende, da verliert man oder da spendet man kein Blut an sich, kein Volumen, sondern nur diese Stammzellspenden, die man im Voraus mit diesem Medikament in die Blutbahn mobilisiert hat. Das ist ja eigentlich schmerzfrei, ne?
Ja, also... Also bis auf die Zugänge vielleicht kurz, aber das... Ja, es gibt natürlich auch Nebenwirkungen. Jedes Medikament, wie gesagt, hat auch Nebenwirkungen. Und es sind aber die bekannten, häufigen, die auch während des Spritzen des Medikaments tatsächlich auftreten können. Das sind sowas wie Temperaturerhöhung. Es fühlt sich ein bisschen wie so ein Infekt an, also dass man Gliederschmerzen hat. Aber in der Regel klingen auch eben diese Nebenwirkungen auch direkt sofort mit der Absetzen der Spritzen auch wieder ab. Ganz einfach. Und der Rest der Transplantation ist über die klassische und, sage ich mal, erste Methode möglich. Und das ist eben eine Knochenmarkentnahme. Aber das ist unangenehm, habe ich gehört. Also es hängt davon ab. Also beide Verfahren haben ihre positiven Seiten und ihre negativen Seiten. Aber natürlich hängt das vor allem davon ab, was eben für den Patient oder Patientin notwendig ist und was auch die SpenderInnen auch selbst spenden können. Weil es gibt ja medizinische Gründe, warum man für das eine oder andere Verfahren auch nicht geeignet sein könnte. Ne? Mhm. Und genau, also die Knochenmarksentnahme, das ist im Endeffekt eine Entnahme aus direkter Stammzellen aus dem Knochenmark. Das ist auch so eine Sache, die viele falsch verstehen, weil Knochenmark ist nicht gleich Rückenmark. Mhm. Das ist auch so ein Missverständnis, was auch beseitigt werden müsste. Das passiert tatsächlich nicht aus dem Rückenmark. Also es hat nichts mit Wirbelsäule oder Ähnliches zu tun. Ja. Das hört man oft oder wird man dann oft gefragt. Dann kommt da diese Spritze rein hinten. Danach überall parken. tatsächlich ist das über das Becken kam dann. Und, danach nicht mehr sitzen. Also das kann ein bisschen unangenehm sein. Das ist im Endeffekt ein Eingriff, eine kleine Operation im Endeffekt, auch unter Vollnarkose. Ach, krass. Aber das ist eben ein sehr, sehr kurzer Eingriff. Das ist innerhalb einer Stunde dann erledigt. Und im Endeffekt ist das wie eine Prellung. Also man spürt das natürlich, man punktiert den Knochen. Das bereitet natürlich auch die Schmerzen, aber die sind auch in der Regel innerhalb kurzer Zeit nach der Spende auch wieder weg. Das ist es doch alles wert, wenn man damit jemandem das Leben rettet. Genau, das wollte ich auch sagen. Kleiner Preis dafür, dass jemand weiterleben darf. Und wie ist es mit den Kosten von Operationen? Das ist eine gute Frage. Da beschäftige ich mich natürlich nicht direkt mit als Ärztin. Ich frage mich dann halt, ob die Krankenkasse das trägt oder ob die DKMS. Vielleicht weiß Ivy das. Ivy, wer bezahlt denn die Operation und den Eingriff? Es entstehen keine Kosten für die SpenderInnen. Die DKMS bringt euch in die Stadt, wo die Spende durchgeführt wird. Dort kommt ihr dann in einem netten Hotel unter und ihr dürft euch nach der Spende auf eine kleine Überraschung freuen. Hast du dir schon mal angeschaut, wie so ein Wattestäbchen-Set aussieht? Nee, noch nicht so richtig. Okay, dann habe ich tatsächlich was für euch, denn wir haben tatsächlich euch was mitgebracht heute. Dann kommt einmal mit. Da liegt's. So sieht's nämlich aus. Eigentlich ganz einfach. Mund auf gegen Blutkrebs. Einfach ein Brief quasi. Ne? Ja, eine kleine Hülle. Und da drin findet man ja die Wattestäbchen. Drei Stück. Genau. Für jede Wange und für? Für den restlichen Mundraum. Kann man zum Beispiel über die Zahnreihe. Du sollst die komischen Witze mit dem viel zu großen Teil machen. Ach ja, also das Ding ist, ich habe mir die eigentlich viel größer vorgestellt. Ich dachte eigentlich, das ist ja nichts. Also das ist ja kleiner als ein Corona-Test eigentlich. Und ich dachte eigentlich, es wäre eher die Größe hier. Wo kommt der denn her? Denkst du, wir kriegen den bei dir rein? Das wird knapp. Vielleicht eher mit der Seite? Ja, das wird gehen, aber man soll das ja, glaube ich, mit der Seite machen. Alternativ haben wir ja eine einfachere Lösung für euch oder für dich, Tim. Tatsächlich haben wir die eigentlichen Wattestäbchen auch mitgebracht. Ich gebe dir diese. Das so. So, ja. Genau, die müsstest du dann einmal aufmachen, am besten auf der Seite, wo die Wattestäbchen nicht sind, sondern von dem Stiel quasi. Also sodass du die Seite... Genau, sodass du die andere Seite nicht mit den Fingern anfasst. Jetzt in die Nase. Nee, nein. Das ist kein Covid-Test, das ist ein Wattestäbchen. Und deswegen nimmst du das einmal auf der linken Seite und streifst eben mit ein bisschen mehr Kraft an der Wangenschlampe. Ist da was dran vor, weil das so gelb ist? Das war vorher in meiner Nase, stelle ich nicht so an. Okay.
Genau, am besten 60 Sekunden lang, damit du genug Zellen gesammelt hast. Yeah. Kann sogar Spaß machen. Genau. Ich glaube, das Wartestäbchen schon löst sich schon auf. Ja, ich glaube, die 60 Sekunden sind jetzt um. Ja. Und jetzt können die Wattestäbchen 2 Minuten noch trocknen. Also wenn der letzte 2 Minuten trocken ist, dann kann man alle Wattestäbchen eben wieder in die Hülle packen. Dann gibt es einen Barcode, den man da drauf klebt, damit er wirklich... hier rein wieder? Nee, in die Hülle. Ach so, unverpackt. Genau. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Aber für alle, die nicht das Privileg haben, dich dabei zu haben, ist ja auch nochmal eine Erklärung, wie genau man das eigentlich macht und wo man sich die Wattestäbchen hinschiebt. Die meisten von euch können vermutlich sogar lesen. Das denke ich auch. Bitte eines der beiden Etikette, Strichcode-Aufkleber aus Ihrer Einverständniserklärung in das Testfeld auf der Vorderseite dieses Umschlags kleben. Die ist bestimmt irgendwo meine Einverständniserklärung. Genau. Und dann klebt ihr die einfach hier vorne drauf, ab zur Post und dann weg. Genau. So einfach ist es. Das ist tatsächlich echt sehr simpel. Und wenn dann jemand gefunden wurde, dem ich helfen kann, dann kriege ich einen Anruf von der DKMS und sagen, ey, deine Zeit ist gekommen, ein Held zu sein. Los Ganz geht's. Genau. Ja, super, geht doch voll schnell. Easy. Das hat richtig Spaß gemacht mit euch heute. Vielen Dank für eure Zeit. Sehr gerne. Für das tolle Gespräch und auch für euren Einsatz natürlich. Ja, sehr, sehr gerne. Es war sehr interessant, es war einfach, ne? Viele neue Informationen. Das stimmt. Ich bin jetzt auch als Stammzellenspender registriert und ihr habt gesehen, wie schnell das Ganze geht. Deswegen registriert euch auf jeden Fall auch, seid dabei, rettet damit Leben und schaut bei dem Link unten in der Videobeschreibung vorbei, denn da erfahrt ihr mehr und gehört dann vielleicht auch irgendwann zur Stammzellenspenderfamilie. Vielen Dank auch euch fürs Zusehen und seid gespannt, wer in der neuen Folge mit dabei ist. Bei Mund auf! Der Talk übers Leben und Überleben. Yeah.